Warum sehe ich die Anzeige denn nicht? Das ist auch ein bisschen sehr blöd. Bioreaktor können wir auch machen. Raumtrenner, Tür. Achso, wahrscheinlich Raumtrenner und dann können wir da die Tür reinsetzen. Wenn ich mich nicht täusche. Aquarium. Ich bin der Meinung, es gibt auch Tür-Aquarium. Also Raum-Aquarium, aber so richtig. Habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gefunden. Nö. Docking Station für den Cyclop. Also für den Krebs. Und warum sieht man das denn nicht? Das ist aber sehr blöd. Und ich weiß, dass man das sehen konnte eigentlich. Ich glaube nicht, dass hier Salz ist irgendwo. Ach komm, das muss so neu. Ich glaube, das waren die Haie, ne? Da Salz. Doch gefunden was. Aber nur ein. Einmal Salz. Okay. Okay. Titan. Danke. Einmal Titan. Das nochmal ein bisschen Salz. Zumindest, dass wir das ein bisschen herstellen können. Kalkstein. Jetzt schwimme ich hier so rum. Nice. Kalkstein. Salz. Kalksteinablagerung. Nochmal. Okay. Hm. Nice. Aber ich bin mal zurück. Ist ein bisschen sehr weit dahin eigentlich, ne? Wenn ich das dahin pack. Aber wir haben wenigstens mehr Platz. Nicht übertrieben viel Platz, aber ein bisschen Platz. Wir sollten echt so ein Teil auch hier hinbauen. Uns fehlt nur noch eine Tischkochrolle. Zack. Natürlich haben wir alle Tischkochrollen aufgebraucht. Toll. Toll. Zack. Geh ich mal einen holen. Weil dann haben wir hier unten wenigstens auch eins. Da hängen immer noch die Kerne rum. Also die Samen von den Pflanzen. Den Tigerpflanzen. Stirb. Guck mal, der ist tot. Hallo. Schade. Krieg nichts mehr. Aber ein Schlag. Sehr schön. Oh, guck mal. Ups. Klar. So kann man es auch abbauen. Okay. Wenn hier gerade was ist, warum nicht? Ah. Können wir die eigentlich auch enden? Ja, konnten wir. Jetzt mache ich was anderes, als was ich wollte, ne?
Autsch. Warum können wir die Viecher auch scannen, ne? Geh weg. So, ich wollte einen Tischko rein haben. Ich lasse mich immer gut ablenken. Zack. Wie gesagt, ein paar mehr. Bevor wir wieder losschwimmen müssen. Können wir wahrscheinlich auch gar nicht ansehen, oder? Also einpflanzen. Ansehen. Du, 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 du. Lelelelelelelele. Gut. Dann kommen wir hier rein. Welcome aboard, Captain. Zumindest was zu trinken. Wo haben wir denn? Naja, ich wollte gerade fragen, wo haben wir denn noch Fisch, aber ja. Haben wir ja in den Kisten drin. So. Okay. Zumindest hier unterwegs. Kann da rein. Ist schon wieder falsch gedrückt, ne? Ja. Zumindest mache ich das einmal kurz fertig dann noch. Können wir noch eins bauen? Das ist weit vorne, ne? Warum geht denn das? Achso. Ja, das ist in Ordnung so. Warum dreht sich das denn so? Okay, ja. Ah, der hängt weiter hinten. Mist. Der hängt weiter hinten. Das sollte passen jetzt. Jupp. Jupp, jupp. Hier will ich Titan reinpacken. Hier Kopper. Hier würde ich Gold reinpacken und hier packe ich erstmal den Rest rein. Zack. Kupfer. Zack, zack. Okay. Und das hier. Und das da. Eine ganze Menge. Ich will mal ganz kurz was gucken. Das war für die Farbe, genau. Von dem bauen wir auch auf jeden Fall noch einen. Deswegen habe ich doch gerade gesammelt, ne? Die Tischkohlen. Um das hier hinzusetzen noch. Zack. Hier unten können wir auch so einen hinbauen eigentlich, finde ich. Den setzen wir mal hier hin. Warum geht denn das hier nicht? Nee. Hier hin? Ja, komm. Machen wir das hier. So. Hören wir uns die Dinge erstmal ab, ne? This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank.
Okay. Nice. Und vor der Rettungskapsel 7 wurde ein Notsignal empfangen, aber die beigefügten Koordinaten sind unbrauchbar. Die letzten verfügbaren Bilder wurden gespeichert und analysiert. Besatzung hat Probleme mit ihrem Bordfabrikator. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Ursprung der Übertragung ungefähr 1 Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. Vom Heck südwestlich. Ich glaube, da waren wir in der Nähe schon. Aber nicht ganz. So. Natürlich brauchen wir wieder neue Nahrung. Hallo. Eins, zwei, drei. Das war zu viel. Ich muss es umgekehrt machen. Ups. Naja. Wie viel hatten wir noch? 2, 4, 5. Du. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Machen wir das so. Passt. Nochmal heilen. Und das lassen wir nur so. Kartoffeln pflanzen wir später woanders hin. Würde ich nämlich sagen. Machen wir es nochmal hell. Machen wir es nochmal hell und dann gehen wir los. Obwohl wir eh runterfahren wollten, ne? Irgendwo. Weiter in die Tiefe. Also kann man wenigstens in die Nacht überspringen. Das ist das Gute. Das ist das Gute da dran. Zack. Ups. Rein da. So, wo haben wir es denn? Welcome aboard, Captain. Shift Left. Können wir so uns so umschauen. Da hinten. Vermutete die Gazi-Basis. Irgendwo da hinten. Ich glaube, ich war auch schon mal da in der Nähe, wo wir runtergeschwommen sind. Oh, diese Fische, ey. Machen alle Selbstmord. Alle. Da unten. Wir müssen hier irgendwo einen Eingang suchen. Da geht's runter. Ich glaube, hier war das auch schon mal, wo wir runter sind, oder? Bong. Da unten ist die Basis ja schon. Da haben wir sie ja schon. Okay. Wo ist hier ein Eingang? Und da. Was sind das für Würmer da? Ja. Was haben wir denn da? Integrating new PDA data. Ja, ja. Hören wir uns später an. Da dürfen wir nicht gegen schwimmen, das wissen wir schon. Können wir irgendwas scannen?
Integrating new PDA data. Wasserfilter. Nice. Junge, dauert's lange. Diese Umgebungsgeräusche. Genau, ich sagte ja, wir dürfen dann nicht gegen schwimmen, weil schwimmt dagegen ich. Ich schwimme halt einfach zu schnell zwischendurch. Was haben wir hier? Tauchflasche mit hoher Kapazität. Nice. Wir müssen echt aufpassen. Wir schwimmen halt viel zu schnell. Das Ding ist halt voll abgesoffen hier. Da haben wir noch ein PDA. Wir hören das später über rein. Integrating new PDA data. Findet ihr die Gazi-Basis in der Quallenspitzhöhle? Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. 30 seconds. Yep, ich weiß. Upp. Okay. Hallo? Bleib hier zwischendurch irgendwo hängen. Ist nicht so schön. Okay. Mehr war da nicht drin, glaube ich, ne? Mehr war da nicht drin. Ah, guck mal, können wir scannen. Oder auch nicht, haben wir schon. Das haben wir schon, okay. Was haben wir denn hier? Oh, Magnetit. Das ist ja. Wir haben hier Magnetit. Ach, Energieladestation, das haben wir schon. Nee. Energiezellenladestation. Energiezellen, ach so. Das können wir auch immer scannen. Quallenpilz. Okay. Was haben wir hier? Schiefer. Das war Gold. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. Aber ich habe ja schon mal gesehen, bin ich der Meinung, ne? Wo wir runter wollten. Wir brauchen mehr Magnesium. Was haben wir da? Was ist das hier? Gott, diese Geräusche hier unten, ey. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Okay. Ich geh mal kurz da hinten hin und repariere die einmal. Junge, Junge, das Missvieh. Das Missvieh. Das war falsch, das hier. Macht aber auch einen Schaden. So. Ich dachte, da liegt was. Nö, für die Anzeige. Wir brauchen Magnetit. Autsch. Toll. Oh, hält ja auch was aus. Ach, guck mal ihn an. Nur ein PDA. Integrating new PDA data.
Okay. Was ist das denn? Ah, noch nicht gescannt. Da wollte ich nicht ran. Ey, diese Fische, ey. Immer selbstmordgefährdet. Diamant. Einen Diamant. Und das übersehe ich natürlich. Junge, diese Geräusche hier unten. Okay, das ist verschwunden im Pilz. Wahrscheinlich ist ein Nistplatz, keine Ahnung. Wie viel Magnetite haben? Voll wenig. Habe ich bisher hier gefunden. Guck mal, was hier ist. Ist nur eine Plattform. Batterie. Eine Batterie und den Scheinwerfer haben wir schon, aber können wir den eigentlich auseinandernehmen? Ne, können wir nicht. Ist für Licht. Geh weg. Will uns beißen, ey. Irgendwie so wenig Magnetit irgendwie. Das sind die Viecher, die die Geräusche machen, oder wie? Okay. Verschwinde. Tschüss. Ich habe bis jetzt ein Magnetit gefunden, ne? Was? Was? Ja, das sind die Viecher, die die Geräusche machen, okay. Hallo. Mal sagt ihr das mal auch nicht. Was? Warum denn so wenig? Muss hier dann nicht mehr sein, wenn hier zumindest noch was ist? Können wir auch woanders hin, wo da die Viecher nicht sind? Schon wieder. Drecksdinger, ey. Okay. Was da oben, da waren wir noch nicht, ne? Der hängt davor so raus. Zumindest sieht man den da. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Hey. Lass das Ding in Ruhe. Mm-mm.
Okay, das will ich spreche einmal kurz. Ich habe lange nicht gespeichert. Junge, Junge. Ich habe wirklich lange nicht gespeichert. Ich glaube, der hat viel Schaden genommen, ne? Das Ding, ey. Da wollte ich nicht ran. Oder einsteigen. Zumindest halb gescannt habe ich den schon. Warum finde ich hier denn kein Magnetit? Hier müsste doch welches sein eigentlich dann, ne? Wenn wir hier schon was gefunden hatten. Gib mir doch noch zumindest 3 Stück noch. 3 Stück zumindest. Also mindestens. Hier wäre nur die Ablagerung. Das ist nicht mehr da. Das hatte ich, glaube ich. Hallo? Okay. Tauchdock-Fragment. Achso, hatten wir schon. Das haben wir schon. Das ist so komisch. Was haben wir hier? Haben wir auch schon. Noch was zum Scannen? Energiezellen Ladestation Fragment. Sehr gut. Diese Riesenale, ey. Riesenwärme oder was das da sein soll. Irgendwas auf jeden Fall. Ein Magnetit. Ein Magnetit haben wir bis jetzt. Was nicht viel ist. Aber wie gesagt, wenn hier nämlich schon eins da ist, dann müsste hier doch noch mehr sein, oder? Ups. Muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo gegenfahre. Zum Beispiel da unten. Das sind 2. Hier siehst du wahrscheinlich echt so schwer, oder? Verschwende. Geh weg. Geh bloß weg. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit wollte überhaupt. Ist das denn für ein Fisch? Augauge. Ein Augauge. Okay. Auch so ein komischer Name, Augauge. Ich lasse den zumindest erstmal da hinten ein bisschen. Ah, guck mal hier. Da haben wir schon wieder was. So finde ich eher, als wenn ich so rumfahre, ne? Was haben wir da? Gold. Das war wieder nur Gold. Oder Blei. Naja, ich weiß.